Bundeskanzler Olaf Scholz will trotz ernüchternder Erfahrungen bei den letzten Telefonaten mit Wladimir Putin weiter mit dem russischen Präsidenten sprechen. Scholz sagte am Wochenende in einer Fragerunde mit Bürgern in seinem Potsdamer Wahlkreis: "Wir sind völlig unterschiedlicher Meinung. Trotzdem werde ich weiter mit ihm reden, weil ich ja den Moment erleben will, wo es möglich ist, rauszukommen aus der Situation. Und das geht nicht, wenn man sich nicht spricht." Scholz hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine immer wieder mit mehreren Wochen Abstand mit Putin telefoniert. Das letzte Gespräch Anfang Dezember war von gegenseitigen Vorwürfen geprägt. Scholz verurteilte die russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Putin sprach von einer zerstörerischen Linie westlicher Staaten, einschließlich Deutschlands, die Kiew mit Waffen unterstützten und dessen Soldaten ausbildeten.